Und das dann auch noch andauern mit solchen Coin... Nicht Coinblocks, sondern Sprungfederblöcken hier. Oh Gott. Geh da rein, Mario. Geh da doch rein. Mario, geh da rein. Oh Gott. Wie kommt man hier rein? Ach, jetzt wie... Ach so, jetzt wäre ich drin gewesen. Super. Das bringt mir jetzt aber auch nichts mehr. Aber schön, man kommt da zumindest rein. Also das geht schon mal. Irgendwie so bin ich da gerade reingekommen. Ich versuch's einfach so lange, bis ich reingekommen bin. Ja, sorry Leute, das kann eine Zeit dauern und unglaublich schweinelangweilig sein, aber... Oh Gott, es ist nun mal so, ich kann's nicht ändern und... Oh, ein Kudos-Mond, ich weiß schon, was ich nicht haben möchte. Ist mal... Moment mal, geht das so? Nee, nicht so, aber... Geht das so? Nee, der katapultiert mich zu hoch. Nee, es geht nicht. Ich dachte, ich könnte mich an dem hier da reinfedern, aber nee, der federt mich nicht so, wie ich es gerne hätte. Oh, ist das eine Grütze, du. Ey, nicht im Ernst, oder? Hallo? Oh, Tage später. Oh, ist das brutal. Ja, aber das meinte ich nicht mit, das Spiel ist brutal. Ich meinte damit nicht solche Fallen hier. Die sind einfach nur dämlich. Ich meinte damit eigentlich anderes. Ich wäre drin gewesen. Ich horniger Hornochse. Nein. Ich darf mir auch nicht zu viel Zeit lassen. Das kommt auch noch mit dazu. Ey, wenn ich da einmal drinne bin... Oh, danke. Moment, ich muss da auch wieder raus. Nein. Moment mal, wann kann ich den Stern mitnehmen? Nein, nicht dagegen hauen. Ja, ich sterbe nicht. Super, ich sterbe nicht. Genau, genau so. Moment. Ja, und jetzt wieder raus hier. Jetzt wieder. Oh, danke. Oh, war das so toll. Welcher, ganz oben oder in der Mitte? Erstmal sowieso nur gucken. Ganz oben ist so ein dämlicher Mond, ein Stern. Ach so, da wäre auch ein Stern. Ja, aber ich glaube, ich möchte den Stern haben. Nicht, weil ich den Mond haben will, sondern einfach, um meine Zeit wieder zu verlängern. Danke. Er wäre jetzt geil gewesen, wenn er jetzt... Nein, Moment. Wäre geil gewesen, wenn er jetzt nur so eine dumme Münze drin gewesen wäre oder sowas. Nein, ich möchte den Stern haben, wenn ich ihn brauche. Er geht da nicht rüber, oder? Doch. Jetzt, genau. Und weiter. Sag mal, wie viele Sterne kriege ich hier in den Arsch geschoben? Und was ist das jetzt? Ich komme nicht mehr hoch, oder? Nein, ich komme hier nicht wieder hoch. Okay, gut, wir haben den Kudos-Mond bekommen. Was jetzt, was die Sache wert? Keine Ahnung. Und jetzt müssen wir schnell... Moment mal, schnell hier entlang. Aber das ist bisher noch nicht schwer. Es ist unglaublich schweinenervig, aber nicht schwer. Wie lang ist denn das Stück? Es geht bis hier. Ach, du ahnst es nicht. Okay, wir haben ja auch nichts Besseres zu tun. Ich glaube, mit dem anderen Sprung kommt man hier vielleicht ein bisschen weiter. Kann das sein? Oder erstmal hier drauf? Das finde ich ja schön an Mario. Man hat mehrere verschiedene Sprünge. Das hat doch schon fast geklappt. Was heißt mehrere Sprünge? Gut, es gibt den geduckten Sprung, es gibt den Drehsprung, es gibt den normalen Sprung. Also so viele gibt es jetzt nicht, aber allein schon, dass man verschiedene Sprünge hat, finde ich cool. Also, ja, der Kaizo-Hersteller, er wusste, wie man einem das Leben schwer macht. Dieser Typ hier, er weiß, wie man... Moment mal, wann kommt die wieder raus? Ach so... Hier unten muss ich rein. Nö, vergiss es. Das vergisst man, Kumpel. Das vergisst man ganz schnell wieder. Ja, der MMMM, er weiß, wie man einem nicht das Leben schwer macht, sondern wie man einen total abnervt. Ja, und zwar mit genau solchen Sachen. Mancher Run ist ganz schön, aber... ich habe lieber so präzise Sprünge und nicht so ein... Das hier ist für mich Gedödel.
Ja, man kann es sagen, wie man es will. Ist nicht so, dass ich diesen Hack nicht mag. Ich mag diesen Hack. Ich finde ihn toll. Als ich ihn gesehen habe, da waren tolle Ideen bei und sowas. Ich muss hier hin, oder? Nein, auch nicht. Wo muss ich denn hin? Aber das hier, gerade hier, diese ersten Level, die ich jetzt spiele, das ist für mich alles irgendwie Gedödel. Schaffe ich das noch? Ja, schaffe ich noch. Okay, und jetzt wieder hoch, okay. Jetzt, okay, und hoch. Zap, 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 zap. Also, ich stelle mich hier mit den Sternen an. Ich krieg dauernd einen neuen Stern in den Arsch geschoben. Ach, hier bin ich auch tot. Okay, wunderbar. Gut, aber kann ich hier nicht rüber rennen? Ja, kann ich. Weißt du, manche von deinen Fallen, die ergeben irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Ja, gut, die ergibt schon ein bisschen mehr Sinn. Geht das so besser? Nee, es geht irgendwie beides nicht so wunderbar. Toll, zap. Aber zumindest hier wird einem noch haufenweise Zeit gegeben für die Fallen. Das finde ich eigentlich noch sehr freundlich. Oh nein, der letzte, der letzte. Denn es sollen ja Tutorial-Level sein, so gesehen. Und die sollen ja noch irgendwie einfach sein. Natürlich, das war klar. Zap. Ach so, ich muss noch ganz durch. Okay, der Stern, der könnte echt ein bisschen knapp werden. Dieser Stern könnte echt so ein bisschen knapp werden. Ich werde mal besser nicht speichern, sondern einfach versuchen, da irgendwie sehr moderat durchzukommen. Zap! Ah! Okay, so knapp wurde er nicht. Wir kriegen hier direkt den nächsten, oder? Jo. Also es ist ein reiner Muncher-Run-Level. Das finde ich ja zum Beispiel ein tolles Thema. Oder gut, so von den Themen her. Der erste Level... Moment mal, möchte ich groß sein? Möchte ich hier groß sein? Der erste Level war dann so ein Kaizo-Coin-Block-Level, wenn man es so will. Der zweite Level, er war so gesehen ein... wie heißt hier? Ein ja, diese Blöcke da. So ein Federblock-Level und dieser dritte Level ist jetzt ein Muncher-Run-Level. Diese Themen, die finde ich eigentlich nicht schlecht, nur der zweite Level, der hätte echt nicht sein müssen. Und der Switch Palace, ja, okay. Es ist am Anfang und nein, ich möchte nicht groß sein. Zu 100% möchte ich nicht groß sein. Danke. Wobei Mitte, besonders Safe State ist angebracht, würde ich sagen. Aber die ein oder anderen denken jetzt, hey komm, du spielst hier Mario's Masochistic Mission und du beschwerst dich nur die ganze Zeit. Warum? Ja, es ist nicht so, dass ich dieses Spiel nicht mag. Nein, 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 nein. Ich will es auch nicht mit Kaizo vergleichen und sagen, oh, Kaizo ist so toll und dieses Spiel, das ist irgendwie nicht so toll. Nein, es ist ein ganz eigener Hack. Nur, ich muss ehrlich sagen, diese Coin-Block-Geschichte da ist abnervend. Es ist wirklich abnervend. Whoop. Na? Dieses Präzisionsspringen, das geht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schnell sein muss oder nicht. Nur ich weiß, dass gleich meine Zeit weg ist. Also komplett abgelaufen. Geht das so besser? Geht das so im Slalom? Ich glaube, das geht sogar besser so im Slalom. Zap, zap, zap. Ja, dazu müsste man den auch gut hinkriegen. Zap, 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 zap. Komm, das geht aber um einiges besser als mit dem anderen Sprung. Wie man doch durchaus sieht, oder etwa nicht? Ach, Kleppner sein ist heute auch nicht mehr, was es früher mal war. Zap, und hoch. Also eben ging das doch um einiges besser. Irgendwie bin ich jetzt raus. Oder Mario ist raus. Ich muss schneller sein, oder? Da geht's dann... Aber da gibt's doch schon den nächsten Stern. Warum beeile ich mich so? Hopp, hopp, hopp. Ja. Aber ich will hier drauf auch nicht speichern. Das finde ich zu dämlich. Jetzt mal ganz im Ernst. Vielleicht, wenn ich hier gar nicht durchkomme, aber... Man muss auch nicht, so gesehen, Safe States abusen. Auch nicht in Kaizo Mario oder in Mario's Masochistic Mission. Das muss man nicht. Aber wenn das so weitergeht, dann werde ich es gleich tun. Oh je. Ich komme da aus irgendeinem Grund nicht hoch, das kann gar nicht sein. Zap, zap, zap. Zap, oder auch nicht zap. Zap, zap, zap. Ich komme da nicht hoch? Ernsthaft, was ist das?
Und dafür, dass das hier erst die Mitte war und ich nur noch 127 Sekunden habe. Wobei, ja, wir können ja ein Leben verlieren. Dann kommen wir ja bei der Mitte wieder raus und haben wieder volle Zeit. Ich glaube bald, das mache ich auch. Denn wenn das echt erst die Mitte ist, zapp, dafür die Leben, Leute, dafür die Leben. Dann würde mich doch mal durchaus interessieren, wie lang dieses Level ist. Zapp. Und hoch. Denn wenn dieses Level jetzt echt nochmal das hat, was es bisher hatte, dann komme ich hier zeitlich nicht mehr durch. Jetzt mal ganz im Ernst, das ist nicht schwer. Das ist echt nicht schwer. Das ist nur, es ist einfachstes Präzisionsspringen. Ja, Präzisionsschwingen. Präzisionsschwingen. Mario schwingt sich von Mancher zu Mancher. Ich krieg das nicht hin. Das kann gar nicht sein. Hallo? Speichern. Okay, ich habe gespeichert. Scheiß drauf. Nächster Stern. Wie weit kann ich laufen? Wie weit kann ich laufen? Ich kann? Okay, bis da kann ich laufen. Ungefähr bis hier. Ja, bis hier. Stern? Zap und weiter. Nein. Ja, man soll die Sterne auch mitnehmen. Das wäre vielleicht sinnvoll. Hopp, zap. Zap, 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 zap. Oh, schade. Knappe Sache. Aber bisher legt dieses Spiel sehr viel Wert auf Präzision. Egal ob in Sprüngen oder im Sturz. Gar nicht mal so auf Balancing, sondern mehr auf reine Präzision. Okay, hier muss ich hin. Alles klar. Zap. Nein. Zap. Nein. Zap. Ja, toll. Das war's, oder? Ja, das war's nochmal. Weiter. Okay. Aber es macht Spaß. Bisher macht es... Ach, warum mache ich den gleichen Fehler dauernd? Hallo? Bisher macht es mir ziemlich viel Spaß. Ansonsten würde ich es auch nicht spielen. Zap. Ich finde Mario Hexer sowieso geil. Egal ob Kaizo oder irgendwas anderes. Nur da es leider kein Kaizo 4 gibt... Halt. Ich brauche das Sprungbrett. Wetten? Pff. Ja, toll. Ich wette, ich brauche das Sprungbrett. Oder Moment. Wie komme ich hier wieder zurück? Ach so, alles klar, okay. Ich wette, ich brauche dieses Sprungbrett hier. Du komm mal mit ganz an den Rand. Zap. Scheiße, das war dumm. Okay. Bin ich hier? Moment. Moment mal, ich bin doch von da... Ja, ich bin von da gekommen. Dann müsste ich theoretisch... Geronimo! Was? Okay, ich hätte es nicht gebraucht, aber jetzt bin ich groß. Und ich glaube, ich wäre zeitlich auch noch durchgekommen. Was soll's. Wir haben es geschafft. Und sind jetzt in unserem Marathon of Pain. Ja, also der Marathon der Schmerzen. Unserem ersten Wasserlevel. Bisher sind sich die Level eigentlich immer ziemlich treu geblieben mit dem, was sie vorher mal waren. Machen wir einen gesonderten Safe State. Salalalap. Und gucken uns den Marathon der Schmerzen an. Los geht's. Ist es Wasser? Nein, es ist was ganz anderes. Es ist... Ey, Moment mal! Wie... Ich bin klein? Ey, der Pilz hat mir gar nichts gebracht. Na, vielen Dank auch. Aber wir sehen... Wieder haufenweise Mancher. Und Plattformen. Plattformen in Kaizo waren Plattformen nie etwas Schönes. Ganz im Gegenteil. Sie waren teilweise ziemlich grausam. Ich erinnere nur an die beiden Sternenlevel aus Kaizo Mario 1 und Kaizo Mario 2. Wer sich jetzt fragt, welche ich meine, die mit dem dunklen Hintergrund. Also, das war, ich glaube, in Kaizo 1 war das Level... War das Level 6? Also in Kaizo 2 war es auf jeden Fall Level 9. Na, so schwer ist das doch nicht. Na, Mario. Mal ganz im Ernst hier. Immer, komm mal, jetzt komm mal hier unter Seemannsfreunden hier, jetzt hier. Okay, manchmal gibt es ja doch so kleine Passagen, die doch sehr, sehr eng sind. Wie zum Beispiel diese nette Passage hier. Obwohl ich die im ersten Level noch grausamer fand. Hopp.
Aber das haben wir gleich. Das soll kein Problem sein. Ja gut, wenn man so ein Problem macht, dann vielleicht doch. Vielleicht sollte ich ein bisschen gechillter springen. Ein bisschen koordinierter. Einfach mal ein bisschen länger warten. Das haben wir gleich. Mario! Kontrolle über deinen Körper! Über deinen Körper! Und über deinen Geist, der mittlerweile schon viele tausend Male gestorben ist. Alleine unter meiner Führung, so gesehen. Egal ob in Kaizo oder woanders. Wow, die Stelle, die ist echt irgendwie komisch. Ja, das war jetzt nicht ganz so intelligent. Aber da Peach mittlerweile ohnehin tot ist... Oh ja, böser Spoiler. Ja, Leute, Peach ist in Kaizo Mario 3 gestorben. Wunderbar. Ja gut, für wie lange sie gestorben ist, man weiß es nicht. Ich meine, Mario ist ja mittlerweile auch schon das ein oder andere Mal gestorben. Peach ist aber von Mario getötet worden aus... Ich weiß eigentlich nicht warum. Aus Rache. Für das, was Mario... Für das, was sie Mario angetan hat. In Kaizo 1, in Kaizo 2 und auch in allen anderen Spielen. Und somit haben wir jetzt keine Peach mehr, sondern... Keine Ahnung. Irgendwas anderes. Wahrscheinlich müssen wir auch nur irgendwie das heilige Toast aus Bowsers Klauen wieder befreien oder sowas. Was haben wir hier? Die Drehplattform. Ach ja, die kennen wir auch noch. Die sind schön. Upp. Ja, zap, zap, zap. Nein. Aber kurz davor. Zap, zap. Ich muss schnell, entweder schneller sein oder länger warten. Zap. Bisschen höher springen wäre auch nicht schlecht. Hopp. Und. Okay, ich glaube, länger warten geht gar nicht. Ich muss sofort weiter, oder? Nee, ich kann auf den dritten, kann ich dann. Okay. Und von da aus dürfte das ja einfach sein. Vom dritten aus. Wenn ich nur auf den dritten drauf komme. Hopp. Oh, hepp, hepp. Nein. Schneller. Schneller. Diese Fallen haben mir in Kaizo. Ah, das war knapp. In Kaizo auch immer sehr gut gefallen. Mit den Drehplattformen und sowas. Das fand ich immer toll. Ich weiß nicht warum. Teilweise habe ich ziemlich geflucht dabei. Was heißt. Na gut, was heißt geflucht? Sie haben mich ziemlich genervt, aber ich fand diese Idee cool. Sowieso mit so Layern. Also im Sinne von, dass. Ja, Layer, wie kann ich jetzt ein Layer erklären? Das ist, wenn zwei Sachen übereinander laufen, zum Beispiel, oder durcheinander. Zum Beispiel läuft diese Plattform jetzt durch die Mancha, was ja eigentlich nicht möglich wäre, da die Mancha ja im Weg sein müssten. Also so zwei Schichten, kann man sagen. Das fand ich eigentlich schon immer relativ cool. Nur momentan finde ich das gerade überhaupt gar nicht cool. Momentan kotzt mich das gerade ziemlich an. Zumindest so ein bisschen. Zap, zap. Na?